Jeder hat ja vielleicht in der Presse verfolgt, es war glaube ich so vor 3 Wochen, wo groß über die Presse ging, Brandschutzplanung, Bahn hat kein funktions- und genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept. Da gab es dann dieses Papier vom Gruner und das war ja der große Aufmacher. Also eins erstmal dazu. Und dann ging es ja gleich so weiter, wie es dann gerne so ist. Bahn spielt mit dem Leben von Reisenden und von Menschen und von sonstiges. Erstmal, wir sind 8 Jahre vor der Inbetriebnahme. Wir sind in der Planung. Wer soll da 8 Jahre vorher, und wir würden es nie machen, mit dem Leben von Menschen spielen? Dann kam als nächstes der Vergleich zum Berliner Flughafen. Die war 2 Wochen vor der Inbetriebnahme. Und die haben einen Fehler gemacht. Glaube ich jedenfalls, obwohl es keiner öffentlich zugeht. Die wussten genau, dass ihre Brandschutzplanung nicht funktioniert. Haben aber auf die Karte gesetzt, dass sie mit organisatorischen Maßnahmen sich über die Inbetriebnahme retten können. Das gab es schon mal. Da stellst du halt Brandwachen hin oder irgendwas anderes. Und an dem Fall, die haben gedacht, komm, das traut sich keiner, auch beim Eisenbahnbundesamt nicht und bei den Genehmigungsbehörden, der 3 Wochen vor der Inbetriebnahme des Flughafens sagt, niente. Aber es ist passiert. Hat aber mit dem, was wir hier machen, überhaupt nichts zu tun. Das Brandschutzproblem am Berliner Flughafen, bezieht sich das auf den Berliner Flughafen an sich oder auf der Flughafenbahn? Der Bahnhof ist fertig. Wir müssen täglich 2 Züge durchfahren, einfach um einen Luftaustausch in dem Bahnhof zu haben. Also wir fahren täglich 2 Züge da durch. Der Bahnhof ist komplett fertig. Ich war unten, ich habe ihn mir angeguckt. Zugänge. Alles komplett, alles fertig. Außer die Zugänge vom Flughafen runter, aber die macht der Flughafen. So, jetzt zum aktuellen Status Brandschutz. Also, was wichtig ist zu wissen, wir haben ja eine Planfeststellung und in der Planfeststellung ist vom Eisenbahnbundesamt auch ein Brandschutzkonzept genehmigt. Und das Brandschutzkonzept ist aus dem Jahr 2003, der Planfeststellungsbeschluss aus 2005. Was ist passiert? Die Brandschutzbestimmungen haben sich 2010 geändert. Und zwar dahingehend, dass sich dieser Bemessungsbrand, so nennt man das, und die Energieentwicklung, die daraus entsteht, hat sich verdoppelt. Wir sind jetzt bei 53 Megawatt. Ein Kollege von mir, der Brandschutzexperte ist, sagt immer so, damit du dir vorstellen könntest, was 53 Megawatt sind. Wenn du ein großes, altes Sofa anzündest, erzeugt das ungefähr 1 Megawatt. Also du müsstest 53 von den Dingern übereinander stapeln, anzünden, die müssten voll brennen, das wären 53 Megawatt. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Brand auf eines Zuges 53 Megawatt erzeugen kann. Aber es ist die Brandbemessungsprobe, die wir einhalten müssen. Und darum müssen wir unser Brandschutzkonzept aktualisieren. Da sind wir seit 2010 dran. Jetzt kam immer der Vorwurf, warum dauert das so lange? Habt ihr geschlafen? Das liegt genau an diesen Simulationen. Und da ist es noch schlimmer. Wenn Sie da Eingangsparameter ändern, dann brauchen Sie teilweise einen Monat, bis alles gerechnet ist, dass das am Ende rauskommt. Aber wir arbeiten daran. Es gibt den Professor Klinsch aus Düsseldorf, das ist unser Gutachter, der arbeitet mit Inghofen zusammen. Und der hat dieses Brandschutzgutachten erstellt. Das sind ungefähr 200 Seiten. Und was ist jetzt passiert, dass in der Öffentlichkeit transportiert wurde, wir haben kein funktions- und genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept. Also wir haben noch kein fertiges. Wir sind im Moment im Arbeitsbereich. Wir haben eins gemacht. Wir haben einen Gutachter aus der Schweiz, die Gruner AG, beauftragt, mal eine Expertise zu machen zu unserem Brandschutzgutachten. Und zwar, das haben wir bewusst gemacht, das Ganze mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und zwar den Versammlungsrecht. Der Versammlungsstättenverordnung, so heißt die genau. Die gilt nicht für Bahnhöfe. Wir wollten aber über den Tellerrand hinauskommen. Das heißt, die gilt eigentlich für Sportarenen oder ähnliches. Da habe ich natürlich andere Voraussetzungen.
Daraufhin hat er das bewertet und ist an einigen Punkten zu dem Ergebnis gekommen, wenn ihr es danach machen würdet, dann würde das nicht funktionieren. Und hat uns auch ein paar sehr gute Hinweise gegeben. Hat aber nichts damit zu tun, was in der Presse stand. Wir haben kein funktions- und genehmigungsfähiges Konzept. Wie kam das denn in die Presse überhaupt? Sie wissen doch, wie das bei diesem Projekt Stuttgart 23 ist. Dieses, was wir gemacht haben, hätte bei jedem anderen Projekt in Deutschland nicht mal eine Zeile wert gewesen. Aber hier, da man ja alles sucht und immer wieder irgendwas dann nimmt und vor allen Dingen ist ja auch sofort von der Zeitung so aufgegriffen wird, kommt sowas. Seite 1. Eine Seite gefundenes Fressen. Und das Schwierige für uns ist es natürlich immer, du kannst natürlich nur mit Zahlen, Daten, Fakten dagegen argumentieren. Aber die interessieren dann irgendwie keiner. Die Schlagzeile ist einfach raus. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben am 17. Oktober das Brandschutzkonzept, das überarbeitete, der also das Konzept nochmal orientiert sich an den einzelnen Simulationsmethoden und untersucht eigentlich nochmal alles. Wichtig, was wir jetzt gemacht haben, und das ist für uns eigentlich die entscheidende Größe, es gibt für uns natürlich die wichtigste Hürde, die wir überspringen müssen, das ist Eisenbahnungsamt. Das entscheidet letztendlich darüber, ob wir ein Brandschutzkonzept haben, was genehmigungsfähig ist, kein anderer. Aber trotzdem ist es uns natürlich genauso wichtig, dass wir das Brandschutzkonzept in der Erarbeitung mit den Feuerwehren abstimmen. Das ist so wie, wenn Sie von den Feuerwehren den Stempel haben, ist das wie die moralische Wertung, dann kann eigentlich gar nichts mehr sein. Und das ist auch ganz wichtig. Und vor allen Dingen, Sie können sich daran erinnern, in der Schlichtung haben wir die Feuerwehren uns auch schon von 31 Punkte Papier gegeben, zu sagen, was sind noch Punkte, mit denen wir arbeiten sollen. Also am 17.10. haben wir das überarbeitete Konzept der Feuerwehr und dem Regierungspräsidium übergeben. Ich komme heute gerade aus einer Besprechung, die haben das gewertet, haben uns nochmal Hinweise gegeben, am Freitag sitzen wir mit denen nochmal zusammen. Jetzt vielleicht zwei ganz interessante Sachen, weil natürlich durch die neue Brandschutzbemessungsprobe natürlich schon, was das Thema Entfluchtung, Entrauchung angeht, neue Prämissen gekommen sind, mussten wir uns natürlich überlegen, was kann man gegebenenfalls machen, um eine schnelle Entfluchtung sicherzustellen. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Dinge. Das eine ist, man könnte natürlich in dem Bahnhof zusätzliche Fluchttreppenhäuser aufstellen. Das heißt, die also nur für die Entfluchtung genutzt werden und die dann oben über das Dach auf den Straßburger Platz entfluchten. Das heißt, sie hätten dann auf jedem Bahnsteig nochmal Fluchttreppenhäuser. Die würden dann auf dem Platz entfluchten, aber nicht so, dass sie sagen, okay, da oben wäre dann nochmal eine Öffnung, sondern das wäre dann so eingelassen, würde im Brandfall öffnen, die Leute könnten raus, wäre ca. 12 Meter Höhe, die nochmal zu überwinden wäre. Das würden wir machen, wenn gar nichts anderes geht und wir werden es jetzt im Brandschutzgutachten auch berücksichtigen. Dass das dann dem Architekten nicht besonders gut gefällt, kann man sich ungefähr vorstellen. Und uns auch nicht, weil man natürlich auch dann hier nochmal Stellen hätten und auch nochmal Engstellen. Also das wäre eine Lösung, die man machen könnte, die wir aber eigentlich nicht präferieren. Was? Das Treppenhaus wäre auch eingehaust dann, oder? Um es auch frei zu halten. Ja. Was wir präferieren ist, das ist eine Wassersprühnebeltechnik. Und da gibt es nur ein Entweder-Oder. Also nicht und, sondern entweder diese Fluchttreppenhäuser oder diese Sprühnebeltechnik. Wie funktioniert sowas? Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Brandschutzexperte. Und das ist auch so, wenn ich Personenstromanalyse und Brandschutz, also wenn ich alle Detailfragen beantworten würde, würde ich hier so eine Gutachterreihe auch mitbringen müssen. Weil ich glaube, wir sind diejenigen, die würden das mit Fakten beantworten. Auf der anderen Seite sage ich immer ein bisschen böse, jeder Volksschauspieler ist heute schon Tunnelfachmann, Brandschutzfachmann und irgendwas anderes. aber ihm wird noch zugehört und er steht am nächsten Tag unter Zeitung. Das ist ganz interessant. Und ich meine, wie man bei uns mit Ingenieuren umgeht, das ist für mich eine absolute Frechheit. Also das ärgert mich auch so immens, dass sich da jeder hinstellen kann. Ich war letztens bei einer Veranstaltung im Landtag, da wäre ich fast aufgestanden und gegangen.
wirklich, da malt einer, ich sag's jetzt mal ganz, ganz plump, da malt einer drei Folien, malt irgendwelche Sachen drauf, so ein kleines Feuer hier unten und schreibt oben drüber alle verbrennen. Schimpft sich irgendwo Ingenieur. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, ob das jetzt Tunnel oder ob das jetzt Brandschutz ist, da sitzen renommierte Leute drin. Und der Inhofen ist kein Dover, ein Professor Klinsch ist kein Dover, aber jeder darf in diesem Projekt einfach die Planungen in Frage stellen und sagen, das ist einfach Mist. Das ist mein erster Vorwurf. Also so kann man eigentlich, glaube ich, und gerade in Deutschland, das ist mir für mich ein Rätsel. Wie funktioniert sowas? Der Gedanke dabei ist, wir gehen ja von einem Brand im Fahrzeug aus. Also dieser Bemessungsbrand findet im Fahrzeug statt. Und diese Sprühnebeltechnik würde dann heißen, im Bahnsteig werden so wie eine Sprinkleranlage eingelassen. Und das würde dann immer zum Greifen kommen, wenn die Scheiben hier im Zug, es brennt innen, wenn die Scheiben hier im Zug kaputt gehen. Und dann entwickelt sich ja die Hitze. Und die saugt dann ja hier nochmal Sauerstoff an und dieser Sauerstoff würde dann auch diesen Sprühnebel mit in das Fahrzeug nehmen. Das heißt, es ist nicht zum Löschen vorgesehen, aber sie verlängern die Evakuierungszeiten, indem sie die Brandwirkung vermindern. So, jetzt gibt es das zwar schon, aber noch nicht für diesen Verwendungszweck. Was wir jetzt machen ist wirklich, da gibt es zwei große Hallen in Deutschland, die eine ist in Dresden und die andere ist irgendwo in NRW. Und wir testen das jetzt einfach mal und wir probieren das aus. Also wir machen jetzt Feldversuche, weil das ist uns natürlich viel lieber, die Technik. Die hat auch Nachteile, weil als Bahnhofsbetreiber sage ich natürlich, ich muss natürlich sicherstellen, dass diese ganzen Öffnungen auf den Bahnsteigen ständig und so weiter. Also, aber trotzdem ist die uns natürlich viel lieber und wir testen das jetzt. Wir werden jetzt ins Rennen gehen mit einer Lösung, die heißt erstmal vielleicht diese Treppenhäuser. Die haben aber keine Auswirkungen auf den Rohbau, den wir jetzt machen müssen. Und tendenziell wollen wir dann nachher, wenn wir die Zulassung dafür haben, da gibt es dann eine Einzelzulassung, wollen wir auf diese Technik wechseln. Als ich das letzte Mal das vorgestellt habe, da hat er gesagt, ja, das gibt es doch mal gar nicht und wie könnt ihr denn und das ist doch nicht zugelassen und sonstiges. Dann habe ich gesagt, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich bin kein Schwabe. In Sachsen-Anhalt nennt sich ja das Land der Frühaufsteher. Für mich war Baden-Württemberg immer das Land der Kreativköpfe, der Tüftler und Denker und Macher. Und jetzt wirft man uns vor, wir wollen innovativ sein und mal was anderes und mal testen und wir haben noch die Zeit dafür und gleich kriegst du es wieder um die Ohren. Ja. Also eigentlich kannst du machen, was du willst, aber wenn du von diesem Projekt überzeugt bist, dann überstehst du auch das. Also, ist auch rein technisch jetzt mal, das ist so, wenn so eine Laube brennt, dann sind es doch oft auch Hydrauliköl oder so. Deswegen, also gefühlsmäßig würde ich doch sowas mit einem CO2-Löscher löschen und hätten Wasser auf den Wagen oder was? Also das ist für Wagen gerechnet. Man überlegt jetzt noch, wie das bei Lokbränden ist, weil bei Lokbränden ist es natürlich ein Stückchen anders, das muss man auch simulieren. Aber wichtig ist, hier geht es nicht um Löschen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Der Punkt ist ja bei Brandschutz. Im wenigsten, dass die Leute irgendwie Gefahr laufen zu verbrennen. Es ist immer das Thema Rauchentwicklung. Und wie lange brauchst du, um in einen sicheren Bereich zu kommen? Das ist das schon entscheidend. Und solange du oder so die Rauchentwicklung zurückhalten kannst, umso besser kommst du mit den Evakuierungszeiten klar. Und das ist eigentlich das, in die Richtung wollen wir eigentlich gerne gehen. Um ein paar Zahlen zu nennen, weil die auch schon in der Presse standen, aber falsch. Wir haben mal grob überschlagen, dass diese Treppenhäuser würden ungefähr 15 Millionen kosten und diese Anlage 8 bis 10 Millionen. Aber wie gesagt, das ist kein Und, sondern ein Entweder-Oder. Und wenn ich das eine nehme, das wäre das teure nehme von 15 Millionen Euro, das sprengt unsere Kostendeckel mit Sicherheit nicht. Also da haben wir auf den Filtern oben andere Probleme und die haben andere gemacht und nicht wir. So, das sind jetzt so die nächsten Schritte. Das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit, also auch mit den Feuerwehren. Die haben natürlich auch ein großes Punktepapier, aber das kriegen wir hin, glaube ich, mit der Feuerwehr. Unsere Zeitplanung sieht so aus, dass wir bis Februar mit dem Konzept fertig sind. Februar zum EBA gehen wollen, dass wir bis Mitte nächsten Jahres das Brandschutzkonzept
in trockenen Tüchern habe. Ich muss immer sagen, wir reden hier vom Bahnhof. Schuld tun wir natürlich ein gesamthaftes Brandschutzkonzept mit den Tunneln. Und das soll auch dann Mitte des Jahres soweit fertig sein. Wir haben natürlich Schnittstellen zwischen Bahnhof und Tunnel. Und das wird natürlich auch bewertet. Aber das ist ganz normales Projektgeschäft. Vollkommen normales. Planung, Abstimmung, mal wieder was verwerfen, mal wieder was neu überlegen. Das hat nichts mit irgendwelchen Grässlichkeiten zu tun. Das ist normalstes Projektgeschäft und nichts anderes. Und dass das anspruchsvoll ist, was wir hier machen, ich meine, das bestreitet, glaube ich, keiner, dass das ein anspruchsvolles Projekt ist. Hier nochmal der Zeitplan. Wie gesagt, so wollen wir dann nachher vorgehen. Und das noch vielleicht mal zu dem 31-Punkte-Papier von der Schlichtung, weil ja da auch immer kolportiert wird. Wir würden damit nichts machen. 31 Punkte waren es. 15 Punkte sind in die Planerstellung aufgenommen. 3 Punkte können noch umgesetzt werden. Und zu 13 Punkten haben wir noch einen, sag ich mal, Abstimmungsbedarf mit der Feuerwehr, da arbeiten wir dran. Also, wenn es auch mit der Feuerwehr reden, natürlich haben die ihre Anforderungen. Die haben ein großes Thema bei dem Thema Fremdrettung. Wie komme ich hin? Wie ist das mit den Zeiten? Die haben einfach einen Haufen Fragen, die wir antworten müssen. Aber auch das ist ganz normal und am Ende des Tages wird ein Konsens stehen, auch mit den Feuerwehren, dass wir sagen, das passt nachher für die. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen der nächste Meilenstein, das hinzukriegen, weil ich glaube, dann haben wir den Knoten durchschlagen, auch bei dem Thema Brandschutz.